Moin Leute, Butchi hier. Wollte gerade sagen, willkommen auf meinem Kanal, aber nee, das mache ich nicht. Ihr habt es ja im ersten Teil gesehen, was da so abging. Wir haben jetzt mittlerweile Level 5, haben dauerhaft 4 Besucher. Ganze 4. Wir müssen ein bisschen was machen. Bisschen unseren Zoo hier in Ordnung halten, ein paar neue Tiere besorgen und so weiter und so fort. Werden wir das mal machen, wa, Leute? So, ihr seht es ja, ist schon ziemlich dreckig hier alles. Also nehmen wir unseren Besen und fädeln mal hier überall so ein bisschen rüber, dass das hier alles wieder schicki-schicki ist und die Hasen sich freuen. Dann können wir auch gleichzeitig hier mit dem Ball noch ein bisschen spielen. Ja. Kann man so ein bisschen hin und her machen. Zack, zack, zack. Und dann freuen sich die Hasen. Was haben wir hier für ein Sternchen? Zack. Haben wir alles richtig gemacht? Jo. Haben wir einen Hasen dazu gekriegt? Nee. Genau das gleiche machen wir hier bei unseren Ziegen. Aber auch hier so zack, haben wir fertig gemacht, ne? Ne, 4 von 5. 5 von 5. So, jetzt alles klar. Oh ja, die wollen auch mit dem Ball spielen. Dann machen wir das. Wo ist der Ball? Zack. Einmal den Ball berühren. Einfach nur den Ball anklicken. Und schon ist das erledigt. Und siehe da, wir haben gleich wieder einen neuen Besucher. Sehr schön. Wir müssen auf jeden Fall unseren Zoo hier noch ein bisschen erweitern. Wir sollen auf jeden Fall erstmal 10 Blumen pflanzen. So. Dann machen wir das natürlich. Wie, was sollen wir? Dekoration plus Idealwert oder was? Oder wie? Ja, dann nehmen wir halt hier die roten. Oder ich gucke erstmal nach, ob wir. Haben wir noch Blumen? Einmal. Einmal Blumen. Einmal Blumen haben wir. Nee, das ist aber nicht. Das, doch, hat er gemacht. So, das heißt, wir kaufen jetzt so eine komischen roten Blumen hier. Oh, die kosten so ja einen Diamanten. Nee, das machen wir nicht. Was? Warum kosten die einen Diamanten? Ist das eigentlich egal, was war für welche Pflanzen, Leute? Ah, weiß ich doch, Mensch. Hör mal auf hier. Hör mal auf hier. Dekoration. Platzieren. Ist eigentlich egal. Also einfach was Einfaches haben. Was jetzt nicht kostet hier. So weit. Rittersport nochmal. Davon gucke ich. Ehen? Jetzt echt nur Ehen gekauft? Zählt das eigentlich dazu, wenn ich das zur Pflanze? Mal gucken. Zählt dazu. Also. Gucken wir so weit. Zack. Wie viele brauchen wir? 7. Klar. Kaufen. Haben wir gekauft. Leute. Haben wir gekauft. Ah, siehst du? Die Frau freut sich nämlich schon, weil Frauen finden Blumen ja toll. Voll geknallt. Alles klar. Da vorne ist man schlecht, ne? Machen wir meinetwegen hier noch ein paar hin. 3. Siehst du, sag ich doch. So einfach ist das. Total einfach, Leute. Toll. Leute, kann mir mal einer helfen? Wo war denn der bescheuerte Weg jetzt hier? Leute? Wahrscheinlich bei Wege, ne? Gucken wir mal wieder Zähne. Na klar, wir brauchen immer viele Wege. Zoomt der das denn immer so ewig weit ran, Alter? Was soll denn der Blödsinn? So, Schwein. Haben wir ja nochmal Schwein gehabt. Wir haben noch einen Hasen, ne? Verkaufen oder auswildern? Okay, warum sollte ich das machen? Kommt hier schön mit drin. In meinem Hasenjäger. Kann ja wohl nicht sein. Wie kann ich. 4 von 4, maximal 12, ne? Auf jeden Fall haben wir einen Wald hier gebaut. So, alles klar. Jetzt können wir dann nämlich einen Affenkopf uns holen. Ah, der kostet 20 Diamanten, Alter. Was soll ich mir die denn holen? Was ist denn hier mit Beschleunigung? 2, nein. Lass das laufen. Hier, guck mal, was die anderen alle machen hier. Muttern, wie bei Mutter hier halt. Ah, ja. Aufladung 3, alles klar. So, hier Geld, zack, Mülleimer, immer schön Müll verkaufen. Oh, bringt nur Müll. Also Müll verkaufen bringt auch was. Komischerweise. Katsching.
Hier, 3 von 10. Passt auf, Leute. Haben wir ein Sternchen gekriegt. So, Kasse. Wir müssen unbedingt jetzt hier noch ein paar Sternchen machen. Dann haben wir ein Level 7 und dann können wir irgend so einen Eisstand können wir dann können wir uns dann. Ach, hier brauchen wir bestimmt mit Affen hier hin, oder? Ist das hier alles meint eigentlich noch? Oder können wir den Wald roden hier? Können wir den abholzen hier? Nee, bestimmt nicht, oder? So, jetzt mal meine Frage, welche Deko kann ich denn da noch drin machen in die. In die Büsche da. Das ist ja alles hier was. Lampen? Kann man. Wegweiser. Kann man eine Bank, ja. Kann man eine Bank kaufen, ne? Kann man sich so. Das ist doch mal was Geiles. Und eine Lampe mal. Einfach mal eine Lampe kaufen. So. Bank. Stellen wir einfach mal hier, ne? Jo. Lampe. Stellen wir einfach mal rein. Jo. Okay. Na, siehst du, Kind hat sich schon gefreut. Einmal frei. Super geil. Ich habe hier zwar nur noch 100 und ein bisschen. Was kosten hier eigentlich so ein Zauntor? Aber. Okay. Könnt ihr ja da alles noch so ein bisschen einzahlen, aber nee. Duschen. Abblumen. So. Der hat Hunger. Ein Esser wird. Snackstand. Ja klar, für 2000 mach ich mal einen schnell, ne? Hier 2000, Mann. Kann ja mal die ganze Kohle abgrasen hier. Ich habe keine 2000. Außerdem ist hier unten Snackstand. Oh, steht der da einfach falsch? Leute, der steht da falsch, oder? Muss er verschieben, ne? Aber wohin? Hierhin, wa? Setz mal einfach mal dahin, den Snackstand. Das Ding setzen wir einfach mal weg. Dahin. Wenn wir den Snackstand nämlich. Vorne hin. So machen wir das. So, man kann sich da irgendeiner hoffentlich. Das ist eigentlich genau in der Mitte, oder? So. Fast in der Mitte. Und mal gucken, ob das denn da besser läuft. Okay. Was ist los hier mit ihm? Noch mehr Deko geht da ja nicht. So, was ist hier? Haben wir erledigt? Haben wir erledigt, alles klar. Brauchen wir bloß noch einen Affen. Aber wir können uns keinen Affen leisten, weil wir einfach zu wenig Kohle haben, Leute. Und ihm hier. Das ist ja ein Souvenir. Er kann leider keinen Souvenirshop machen. Mensch. Hab kein Geld. Will einmal hier. Zack. Oh, Sterne. Oh, was ist denn hier passiert? Möcht die gießen? Möcht die oder gießen? Okay. Habe ich gemacht, ja. Alte die Gießkanne darüber, alles klar. Oder stellen Gärtner ein. Wo sind meine Gießkanne? Oder ich mache das einfach so, ne? Mal weg hier. Wie vertrocknet das? Naja, so halb. Komm mal, die gehen noch. Die gehen noch. Sonnenblumengras, alles klar. Alles klar. Kann man das verkaufen? Ich brauche Geld, Leute. Ich gehe in die Obert gießen oder? Zack, verschieben, Dekoration entfernen, verkaufen. Aber das kostet mich dann wieder. Nein! Okay.
Gut, da müssen wir jetzt hier noch eine Weile warten. Wie gesagt, das sind ja alle Echtzeit-Games, Aufbauspiele, alles in Echtzeit, Leute. Wir können auch keine neue Gehege gucken. Wir müssen eigentlich nochmal so ein Gehege. Was kostet eigentlich das andere Gehege nochmal? Hier, 500. Ein Schwein haben wir ja. Kann ich nicht das nochmal irgendwie verkaufen? Für 400? Ja. Oh. Alter, ich habe 2000 dafür bezahlt. Muss ich verkaufen. Geht ja nicht anders. Dann machen wir das jetzt anders. Wir bauen jetzt nochmal so ein komisches andere Gehege. So ein Grasgehege. Und dann knallen wir unser komisches Schwein da nämlich rein. Alles klar, my friends. Jetzt bauen wir unser Schweinchen da rein. Zack. Ja, hier, komm. Ah, hier hat es 5 Sterne und dann 8 Besucher haben wir, Leute. Das ist sehr schön. Das Problem ist, wir können uns nicht mal einen Trog kaufen. Mit Schwein. Ach, herrlich. Aber ich habe noch eine Blume. Die knalle ich jetzt auch noch da irgendwo hin. Weil ich sie halt über habe. Am besten hier so oder da so. Oder einfach so dahin. Freuen sich die Besucher. Ich würde sagen, wir beenden jetzt die Folge erstmal. Das dauert sonst zu lange. Und dann mal eine schöne kurze Pause einlegen. Immer gut für ein Video. Ne, wir beenden jetzt so und dann gucken wir mal, dass wir beim nächsten Mal Level 7 haben. Dann können wir nämlich unseren Eisstand auch aufwerten. Dann kriegen wir garantiert wieder ein bisschen mehr Geld und dann können wir mal bauen. Dann können wir wieder ein Gehege bauen und hoffentlich dann endlich auch mal unseren Affen kaufen. Ja. Gut, my friends. Lasst ein kleines Abo da. Kleines Like. Schreibt was in die Kommentare. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Immer daran denken, schön anständig bleiben. Haut rein.